Wir sind im Reddit, Freunde. Schon lange kein Spiel mehr. Und Matthias, was soll ich sagen, Digga? Was soll ich sagen? Bin nur deswegen dem Reddit gejoint. Keine Ahnung, ob es sowas hier schon mal gab. Aus dem Weg, die Post kommt. Du merkst, dass du im Reddit bist, wenn das der Top-Beitrag ist. Es ist wirklich okay. Es ist so stumpf und damit so gut. Quiztime mit Dori. In welcher Beziehung stehen Hübi und Domtendo? Sie kennen sich gar nicht. Sie sind Erzfeinde. Sie sind Bros. Sie sind Kumpels. Der Streber, wenn er eine 2 plus hat. Ich, wenn ich eine 4 minus habe. Okay, oh mein Gott, all die Top 3 Posts. Ultra geil. Irgendjemand muss ja für Ordnung sorgen. Beachte mich gar nicht. Ich mache hier nur sauber. Denn das letzte Meme war einfach nur Schmutz. Das letzte Meme war kein Schmutz. Ich habe das Outfit gefunden und ich dachte, ich muss es irgendwie nutzen. Als hintere Reihe Enjoyer kenne ich diesen Moment leider. Nein, das machen wir. Es kriegt einen Thumbs up, weil ich es echt schön finde. Aber ich möchte meinen Arsch nicht häufiger als notwendig in diesem Stream präsentieren. Warum tust du uns das an? Du schaltest 2026 dein YouTube an. Hübi hat eine neue Folge des Haus Anubis hochgeladen. Am Ende kündigt er an, dass er wieder 5 Jahre Pause macht. Ich habe keine 5 Jahre Pause gemacht. Die ersten Folgen von Haus Anubis kam 2018, glaube ich. Ich habe nur 3 Jahre Pause gemacht. Oder 2,5, je nachdem. Finde ich witzig. Das hat mir schon meine Wenigkeit empfindet, dies für unterhaltsam. Bla bla bla. Okay, also bis hierhin ist es ja quasi noch in Ordnung. Bis dahin kennen wir es. Ich, ein Individuum der humanoiden Spezies Homo sapiens, finde diesen aus Wörtern der deutschen Sprache zusammengeklügelten Satz überaus auf eine positive Art und Weise erregend, bei welcher ich als Individuum einer menschlichen Spezies meine Stimmenbänder schwinge und unkontrollierbare Laute aus meinem Mundwerk entlasse, welche meine Mitmenschen darauf aufmerksam machen, dass ich mich gut fühle. Props, Bruder. Ich als Kind, wenn ich einen Film schaute. Ein Schauspieler kommt in einem Film vor. Mein 5-jähriges Ich, welches ihn in einem Film sterben sah. Echt? Ist ja. Das echt jetzt? Mhm. Okay, krass. Ich dachte früher wirklich, dass sie in den Film sterben. Ich dachte, die bekommen davon nochmal fett Patte und dann wird halt gefilmt, wie die sterben. Gibt ein Upvote. Weiter geht's. Echt? Aber ich hab mir da, also war nicht traurig, ich hab mir da nie großes Gedanken drüber gemacht. Mich war das einfach so, als hätte mich jetzt nicht depressiv gemacht. Mach dir mal Gedanken, wie du hier im Keller hast. Ja. Hübi werde schlauer. Hashtag Free Portal Reloaded. You can't defeat me. I know, but he can. Ihr reißt das so aus dem Kontext. Ihr seid solche Schweine. Es geht nicht darum, dass das Spiel zu schwer ist. Es geht darum, dass es so komplex ist, dass ich es nicht unterhaltsam als Video gestalten kann. Und ihr wisst, dass ich das so gemeint habe. Ihr macht trotzdem diese Memes. Wir sind wieder gut drauf. Volume hier Booster. Ein witziges Meme. Wenn das ein Recall ist, darfst du mich warnen. Ich werde es heimlich aufmachen und dann entscheiden, ob ich es im Stream präsentiere oder nicht. Ich öffne normale, also bitte, also nee, eigentlich muss ich meiner Linie treu bleiben. Ich tue es aber nicht. Eigentlich will ich keine Links mehr aus Spendennachrichten öffnen. Ich mache es aber ganz heimlich. Ich mache es ganz heimlich, dass es niemand mitbekommt. Ah nee, das passt nicht rein. Das ist ein Henry Stickmin Video gewesen. Ist lieb von dir, aber ich denke, das passt jetzt nicht ganz rein. Dank dir aber für den Euro, Mann. Inwiefern hat das jetzt niemand mitbekommen? Was? Ach so, ich habe es ja offen gehabt. Oh, ich dachte, ich wäre auf Facebook. It's okay. Ich war mal klug. Ich habe mein gutes Abi geschrieben. Ich habe auch mal einen Beruf gelernt. Dann wurde ich YouTuber und alles änderte sich. Bruder Chemie. Junge, das Molekül. Wir haben ein neues UI-Meme. True Story. Was Hübi sieht. Ich habe keine Mikrowelle. Egal. Angenommen, ich hätte eine Mikrowelle. Was das Essen sieht. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt Hübi. Ich habe auch gedacht, da kommt jetzt Hübi. Steigt ein aus dem Weg, der Bus kommt. Ein Löwe frisst eine Gazelle. Der Kameramann der Gazellen-Doku. Der Kameramann der Löwen-Doku. Ich fange an zu weinen, weil der Hauptdarsteller gestorben ist. Andere bei der World War 2-Doku. Ich esse Chips. Alle anderen am Pokertisch. Ich lüfte den Raum. Die Passagiere im Flugzeug. Ich schalte den Ventilator aus, wenn mir kalt wird. Alle anderen im Hubschrauber. Ich kann nicht aufs Klo. Lehrer, ich weiß nicht, ob du das kannst. Ich kacke auf den Tisch. Wo ich das Meme sehe, finde ich schon witzig. Der Lehrer. Ey, wie dieses Template komplett an mir vorbeigegangen ist letzte Woche. Meine Mutter, geh zur Schule und mach deinen Abschluss. Ich, wieso? Sonst endest du wie der Typ da drüben. Der Typ da drüben.
Ey, zwar ohne Spaß, in meinem Simp-Objektiv kommt dieses Orange schon verdammt gut. Nein, ich glaube, das war gar nicht mein Simp-Objektiv. Das Simp-Objektiv würde gar nicht, das war ein kleines Objektiv. Everywhere I go, I see his face. Das ist das beste Selfie meines gesamten Lebens. Und ich glaube, ja, ich hätte das wahrscheinlich nie wieder toppen können. Aber vielleicht, wer weiß, was die Zukunft noch so bringt.